Hallo und willkommen zu einem Let's Test, Let's Review, wie ich es auch immer nennen werde. Ich möchte euch nur dieses Spiel hier zeigen. Auf Newgrounds ist es. Ich werde einen Link natürlich in die Beschreibung packen, dass es jeder finden kann. Es ist ein sehr witziges kleines Spiel. Es ist so ähnlich wie Doodle Jump, würde ich fast schon sagen. Bloß, dass man selber entscheiden kann, wann man springt und man muss nicht Wolken springen, sondern auf Gegner ihre Köpfe, dass sie blutig zersplittert. Okay, also auf jeden Fall hier. Bäm, was wir anmachen. So, voll episch. Vielleicht sollte ich davon den Ton irgendwie leiser... Ach, ich nehme eh mit Camtasia auf, dann kann ich das parallel leiser stellen. Das ist kein Problem. So, gut. Hier ist nur die Steuerung. Man kann mit der Maus spielen oder mit der Tastatur, wenn man möchte. Wenn man halt faul ist oder so. Man spielt Mr. Rufus, diesen kleinen Teufeltypen. Und ja, gehen wir weiter, bla bla bla. Wenn man Gegner tötet, kriegt man Totenschädel. Mit Totenschädeln kann man sich Upgrades kaufen. Ich habe allerdings schon alle freigespielt. Und deswegen werde ich mich als erstes gleich mal nochmal töten lassen, weil ich nicht mit dem Charakter spielen möchte, weil ich einfach so mit dem Standardcharakter kurz spielen möchte. Stirb! Okay, stopp. So, hier sind die Charaktere, die ich jetzt bisher habe, also den Scout aus Team Fortress, Super Mario, eine Schildkröte aus einem anderen Spiel von ihm und also auch noch aus einem anderen Spiel von ihm. Und das ist geheim, der kostet aber 20.000 Schädel und die kriegt man nicht so schnell zusammen. So, am Anfang spielt man den kleinen hier. Den nehmen wir jetzt auch einfach mal, so. Und hier sind noch ganz viele Upgrades im Shop. Man kann zum Beispiel, dass der Wandsprung, den man hat am Anfang, stärker ist, dass man mehr Leben hat, dass man öfters getroffen werden kann, dass man höher einen Doppelsprung hat, also man kann ja zweimal hüpfen. Also erst kann man kaufen, dass man zweimal hüpfen kann und dann kann man den zweiten Sprung nochmal höher machen, dass der höher geht. Dann Explosives, das ist, dass mehr Bomben in der Map rumfliegen. Ich werde alle sehen, warum. Blitz, Rakete und Stern sind einfach so Specials. Blitz, ich spiele einfach eine Weile, dann werdet ihr schon alles sehen. Und sonst, Medaillen kann man halt noch so Totenschädel freischalten, wenn man irgendwas erreicht. Da Kill Every Small Enemy habe ich noch nicht. Oder Kill Every Enemy. Ja, und LOL Wut habe ich auch noch nicht. Keine Ahnung, was das ist. Mir jetzt gerade auch egal. So. Dann fängt man hier so an, als dieser kleine Teufel, kann links und rechts laufen oder halt mit der Tastatur links und rechts und mit Leertaste hüpfen. Das Ziel ist es, einfach nach oben zu klettern. Ganz simpel. Und den Blitz ignoriere ich jetzt noch. Und für jeden Gegner, den ich töte, kriegt ihr einen Totenschädel. Also einfach immer oben drauf hüpfen und dann kriegt ihr mal einen Punkt. Ganz simpel. Flupp. Aua. Und am besten nicht von unten dagegen, dann kriegt ihr Schaden. Und bei den Stacheln müsst ihr von unten, also es gibt doch verschiedene Gegner natürlich, zum Beispiel mit diesen Stacheln da oben, müsst ihr einfach mal dagegen springen von unten. Und ja, da ich schon sehr viele Explosives gekauft habe, ist auch meine ganze Map voll mit Bombenzeug, dass ich mich eigentlich nur noch nach oben katapultieren lassen kann. Und wenn ich von einer Bombe hochgeschleudert werde, schlage ich einfach alles auf meinem Weg weg. Also da bin ich sozusagen kurz unbesiegbar. Ja, es geht einfach generell darum, ganz hoch zu klettern. Totenschädel. Für jeden, umso weiter, noch dazu kann ich sagen, umso weiter man nach oben kommt, umso mehr Totenschädel bekommt man. Also auch für die Strecke, die man zurückgelegt hat. Und es gibt große Gegner wie die hier. Da gibt es auch ganz viele unterschiedliche. Da hüpft man einfach drauf und dann kann man ein paar Mal Leertaste hämmern und dann sind sie tot. Also auch nichts so Besonderes. Es gibt aber einige witzige große Gegner. Vielleicht finden wir ja irgendwas Witziges. Muss man einfach mal schauen, wie hoch wir überhaupt kommen. Am Anfang sollte man nicht mal über die erste Schlucht hinauskommen. Also da, wo noch Wände sind. Oh, ein Helikopter. Töten wir ihn hier. Aua. Ja, ein Helikopter treibt dann scheinbar nach oben, wenn man dagegen springt. Das habe ich jetzt nicht gewusst, aber hey, man sieht ja auch nicht jeden Tag so einen Helikopter. Dann seht ihr hier für die Distanz, also 2900 Meter ist jetzt nicht wirklich gut, hatte ich schon tausendmal besseres, kriegt man immer halt, für die Distanz habe ich jetzt 93 Schädel bekommen und für die Gegner 74, ja. Einfach retry und man fängt wieder hier unten an. Und so könnt ihr halt alles, ich weiß nicht, wie lange ich das gespielt habe, 2-3 Stunden und habe halt alles freigeschaltet. Aber man muss sich halt alles verdienen. Und man kann halt auch Wandsprünge machen. Wenn man... Braucht man am Anfang noch, aber ich jetzt nicht mehr wirklich. Hui. Gehen wir doch mal noch ein Stückchen nach oben. Also die kleine Bombe hat man von Anfang an. Die roten Bomben kommen mit Explosive 1. Oder... Ja. Die noch größere... Nein. Die kleinen Bomben kommen mit Explosive 1. Die da kommen mit Explosive 2, die großen kommen mit Explosive 3 und diese Bananen mit dem Jetpack kommen mit Explosive 4. So, dann gibt's noch diese Extras, hier zum Beispiel die Rakete, springt man einfach auf und muss nichts machen. Fliegt nach oben, kann auch nicht lenken oder sonst was. Und da ist zum Beispiel Optimus Prime! Es gibt auch hier Creeper zum Beispiel ab und zu
Oder so eine Sonne. Schießt er nach oben. Nein, 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 ich hab die Stachel. Aua. Zum Beispiel Creeper, die schießen einen nach oben, so wie eine ganz normale Bombe. Einfach so aus Jux eingebaut. Es gibt auch einen T-Rex mit kleinen Flügelchen und was weiß ich, alles mögliche verrückte, kranke Zeug. Die Viecher sehen ja auch aus wie Goombas aus Super Mario und fliegender Fisch. Das ist nochmal ein Optimus Prime. Hui. Ach ja, bei großen Gegnern, wenn man sie schlägt, 10 heißt, so viele Schädel kriege ich dazu. Also pro Schlag kriege ich 10... Aua. 10 Schädel dazu. Und... Joa. Dazu gibt es noch hier unten, seht ihr, Level 10. Man kann am Anfang noch aufleveln und es schaltet eigentlich nur neue Skins frei. Und das ist übrigens der Blitz. Man muss einfach nur lenken und umso mehr Gegner man trifft, umso weiter wird man halt hochkatapultiert in der Zeit. Kann man halt gut nutzen, um schnell hochzukommen, wenn man ihn hat. Also alles relativ praktisch. Banane! Oh, ein riesiger Alien-Boss. Es macht mir auf jeden Fall einen Heidenspaß. Ich wollte es euch nur mal kurz gezeigt haben. Ihr könnt ja selber noch in die Kommentare schreiben, was ihr Witziges hier in dem Spiel bisher, was ihr dann gefunden habt oder sonst wo. Ob ihr schon diesen T-Rex mit den Flügelchen gesehen habt und... Ja, ich spiele es noch einfach mal. Ach, ich habe das Spiel schon 7 Minuten. Wahnsinn, das Spiel frisst so die Zeit auf. Dann noch wieder hoch. Vielleicht schaffe ich es nochmal, den Weltraum zu zeigen. Aber dazu nehme ich den hier, weil der ein extra Leben hat. Die Charaktere haben alle ein extra Leben. So, und den kriegt man auf Level... Also, wenn man hochlevelt, fängt man mit dem an. Den kriegt man auf Level 4 und den kriegt man auf Level 10. Ich kann auch gerne mal mit dem Großen jetzt nochmal eine Runde spielen. Der macht eigentlich nur mit seinem Hintern, hüpft auf sie alle drauf. Ist doch auch... Da war ein Creeper gewesen. Jetzt habt ihr nicht gesehen. Dieser Stern macht unverwundbar, da könnt ihr wirklich von allen Seiten in die Gegner reinhüpfen. Hupp. Hupp. Lalala, einfach nur in die Gegner reindenken, das ist eigentlich noch ein witziges... Wow! Und noch weiter hoch, in den Himmel hinauf. Da war noch ein Creep. Ja, super, wenn ich so schnell bin, kletter ich eben langsamer hoch. Aua. Aua. Ja, das kommt aber langsam hochklettern, dann sterbe ich nur am Ende. Rakete! So... Und sonst, ja, spielt es einfach selbst, levelt hoch. Da ist ein riesiger Typ, der episch aussieht, mit seiner Windel. Bäh, 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 bäh. Ja. Aua. Aua. Okay, viel Spaß beim selber spielen. Sagt mir, was ihr gesehen habt. Bis dann, euer Zombie.